zu bringen. Ich glaube, Hameln hat mächtig gejubelt am Ende. Sie wissen schon warum, nehme ich mal an. Ne? Weil das war sehr knapp. Ja. Und richtig verdient war es auch nicht, finde ich jedenfalls. Naja, es waren zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten. Von uns auf jeden Fall. Die erste Halbzeit mit 19 kassierten Toren. Das war also bei weitem nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Nämlich in der Abwehr wirklich es den Hameln schwer zu machen. Da haben wir viel zu viele Bälle durchgelassen, sowohl im Sechserblock Abwehr als auch zwischen den Pfosten die Torhüter. Das hat in der zweiten Halbzeit tausendmal besser geklappt, auch mit der kurzen Deckung vom dem Rückkommling, Janis Pille, genau. Es war ein Spiel auf Messerschneide. Ich glaube, die Zuschauer haben was gesehen. Wir schlucken die Kröte jetzt erstmal und ist gut. Danke. Kost, ihr habt sehr gejubelt am Ende. Ja, und sie hat Hasselbrink gesagt zu deinem Pendant, die haben schon gewusst, warum sie so laut gejubelt haben. Das war ganz schön eng. Ne? Also ihr habt in der zweiten Halbzeit, weiß ich nicht, ich hatte den Eindruck, irgendwann bleibt das stehen. Ja, ich denke mal, wir haben uns selbst ein bisschen auch in die Bredouille gebracht, weil wir im Angriff, ich glaube nicht so sehr an der Dynamik, sondern wir haben einfach zwei, drei technische Fehler gemacht, dann kamen wir Schaumburg wieder gut auf, dann haben wir zwei, drei Fahrkarten geworfen, auch freie vom Kreis, und dann haben wir Schaumburg wieder stark gemacht, Schaumburg hat auf einmal Morgenluft gewittert, hat sogar eine Toreführung herausgeworfen und dann war der Spitz auf Knopf, und ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir hier beide Punkte sogar entführt haben, ganz am Ende, denke ich auch, wäre ein Punkt verdient gewesen, andererseits zeichnet das auch ein Spitzenteam aus, dass man eine Ruhe bewahrt, und das haben wir, denke ich, auch. Und wir haben das dann clever runtergespielt. Jetzt Tabellenzweiter, nachdem Hanorn sich gestern diese Klatsche abgeholt hat. Ja, das stimmt. Die Klatsche in Lehrte abgeholt hat, wo ja so ordentlich unbedingt mitzurechnen war, aber jetzt Zweiter, 5 Punkte, siehst du da noch eine Chance? Ich denke, da muss man einfach abwarten. Ich denke, Nordheim wird mit Sicherheit noch das ein oder andere Auswärtsspiel verlieren. Nichtsdestotrotz ist Nordheim da oben eingemeißelt und ehrlich gesagt, dann sollen sie halt aufsteigen. Also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig unter diesen Bedingungen da immer ohne Patte. Wenn alle Mannschaften mit Patte spielen und da wird nur ohne Patte gespielt, wenn man sich die Ergebnisse anguckt mit 15, 16, 17, 18 Toren verlieren die Mannschaften, also das finde ich irgendwie... Torben Kangeser, Bandscheibenvorfall, vielleicht für den öfter sich hinweg. Ja, wird so sein. Wird so sein. Also, dass sich nochmal erhärtet, dass es sogar ein massiver Bandscheibenvorfall ist und der wird mit Sicherheit die gesamte Saison ausfallen. Ja. Ich habe schon gute Besserung gewünscht. Ja. Viel Erfolg noch. Danke. Und ihr kommt auch mal wieder. Ja, alles klar.